ich habe das Vergnügen, über ein Thema zu referieren, das alle eigentlich kennen, Cholesterin. Es ist interessant, aber eher ein trockenes Thema. Ich denke, alle hier in diesem Raum haben einmal oder mehrmals schon das Cholesterin schon messen lassen. Jemand hat es höher, jemand hat es niedriger und jemand hat es normal. Also das Cholesterin kommt vom Griechischen, Chole, die Galle, und Stereos, Hart. Also Chole, die Galle, hat seine Bedeutung, weil das Cholesterin ist eigentlich eine Vorstufe und wird dann über Gallensäure ausgeschieden. Und das Cholesterin selber wird auch in der Leber gebildet und ist auch eine Vorstufe dann auch von den Sexualhormonen und vom Cortison, wo wir selber bilden. Also über 90% bilden wir selber im Körper das Cholesterin. Noch etwas ein bisschen Geschichtliches. Vor über 200 Jahren hat der französische Chemiker Michel Eugène Chevreul eine Substanz beschrieben, wo er aus der Gallensteine konnte wie extrahieren, so ein fettig war. Und nachher, viel später, dann hat ein Adolf Windaus, der auch den Nobelpreis bekommen hat, aber ich denke nicht wegen dem Cholesterin, die Verwandtschaft zwischen dem Cholesterin und der Gallensäure eigentlich bewiesen. Und der hat dann nachher auch die chemische Strukturformel dort kreiert, die dort einen eingeblendet ist. Aber die hat mich nicht fragen, was alles genau dort bedeutet. Er hat dann auch als ersten Untersuchungen über Cholesteringehalt in der Aorta bei Arteriosklerose. Das kommen wir nachher noch drauf, dass das Cholesterin und die Blutfette sich in den Arterien niedersetzen. Und gibt dann nachher so eine Art wie eine Verkalkung, die werden dann hart, die Arterien. Und dann der St. Petersburger Pathologe, der Nikolai Anitschkow, hat er 1913 an Küngeli hochdosiertes Cholesterin verfüttert. An einem Pflanzenfresser eigentlich hat er das tierische Eiweiß gegeben, in hoher Dosierung. Und hat dann eine Arteriosklerose können provozieren. Also, das ist noch ein Bild, was eine Arteriosklerose, wie das aussieht, schematisch. Also, das ist hier ganz ein gesundes. Gesunde Arterien, Längsschnitt, Querschnitt. Hier hat sich da schon ein bisschen Cholesterin abgesetzt. Das merkt man noch nicht so. Und dann geht das weiter. Da wird immer enger da der Durchfluss. Und dann sieht jeder, da wird es immer enger und da kann das Blut nicht mehr richtig durchfließen. Und dann kann es sich da dann zu einem Blutgrinsel kommen. Das Blut kann ja nicht weiter. Und es gibt einen Thrombus. Und wenn sich der Thrombus dann löst, dem sieht man dann eine Embolie. Also nehmen wir jetzt einmal an, man hat irgendeinen Thrombus im Bein, eine tiefe Venenthrombose. Das kann sich lösen und kann nachher eine Lungenembolie machen, zum Beispiel. Die Risikofaktoren kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Das ist fast wie eine Art Wiederholung von der letzten Weiterbildung, also Vorträge, die wir hier hatten. Das Rauchen, wie der Herr Bent schon hat gesagt, die Lunge. Und natürlich dann auch die Arterien. Also das ist nicht nur die Lunge. Also das Rauchen tut eigentlich den ganzen Körper schädigen. Der Zucker, der Diabetes, wo nachher der Dronolon wird darauf eingehen. Der Bluthochdruck, also dann das Übergewicht. Die haben meistens dann auch einen höheren Cholesterinspiegel, je nachdem. Höheren Blutdruck. Dann das Alter spielt eine Rolle. Interessanterweise haben vor allem junge Männer, bis etwa 45, eigentlich einen höheren Cholesterinspiegel, der sich dann nachher aber wieder normalisiert gegen das höhere Alter. Und die Frauen haben das Problem nicht. Darum das Geschlecht auch. Also die Frauen sind hier eher geschützter als die Männer. Tut sich dann aber im Alter dann wieder ein bisschen angleichen. Dann die positive Familienanamnese. Das heisst, also wenn jemand in der ersten Verwandtschaftsgrad schon einen Herzinfarkt hatte oder ein Schlägli, hat nachher die
die Verwandtschaft, also die Nachfolger, ein höheres Risiko, das auch zu haben. Und dann als Risikofaktor die Hypercholesterinämie, das heisst hyper zu hoch Cholesterin und Ämie, also Cholesterin im Blut, zu hohe Cholesterin. Also jetzt als Beispiel, also es gibt so die Risikokalkulatoren, die man im Internet anschauen kann. Da kann man da hineinschreiben, Mann, Frau, das Alter, raucht er, hat er einen Blutdruck, so Risikofaktoren auflisten. Und dann kann man nachher so ein individuelles Risiko in den nächsten 10 Jahren irgendein Ereignis zu haben, ein Infarkt oder ein Schlägli. Also das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Ein junger Mann, 60-jähriger Mann, ohne Risikofaktoren, heisst, er ist schlank, er hat keinen Bluthochdruck, kein Cholesterin, also mal eben das Cholesterin, ui, Entschuldigung, bin ich viel zu schnell gewesen. Und wenn man es ein bisschen durchgespielt hat, das höchste Cholesterin von 7, ohne andere Risikofaktoren, und dann gibt das etwa 16% das Risiko. Nehmen wir jetzt an, man kann das Cholesterin jetzt senken auf 5, vermindert sich dann auch das Risiko auf 11,1. Also fast 5% weniger Risiko. Nur das Cholesterin. Also das Cholesterin ist nicht nur Cholesterin, das gesamte Cholesterin, das wird unterteilt in ein Gutes und in ein Böses, wie man so sagt. Das Gute wäre das HDL. Das ist auch wieder Englisch, High-Density-Lipoprotein, und es wird so genannt, weil es eine hohe Dichte hat. Und das HDL, das transportiert das Cholesterin von den Blutgefäßen zurück in die Leber, und dort wird es dann nachher über die Gallensäure wieder ausgeschieden. Darum wird das als gutes Cholesterin bezeichnet, weil es schützt ja eigentlich den Gefäß, indem es das Cholesterin also zurücknimmt. Das LDL, das böse Cholesterin, hat dann eine niedrigere Dichte, Low Density. Und die tun eigentlich das Cholesterin in das Gewebe rausbringen, also in die Gefäße. Es, hat eben, es ist ein grosses Molekül und es hat noch unterteilt LDL und Triglycerid, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das ist auch ein Blutfett, gehört eigentlich zum LDL. Das ist eigentlich ein Stufe vom LDL. Eben jetzt vor allem das LDL, das böse Cholesterin, ist mitverantwortlich für die Entstehung von der Arteriosklerose. Das ist eben da die Verkalkung von der Arterie und von der koronaren Herzkrankheit. Also die koronare Herzkrankheit heisst, koronare sind die Blutgefäße, die Kranzgefäße von der, vom Herz. Und wenn die eben auch mit Arteriosklerose verkalken, dann hat das einen Einfluss auf die Herzfunktion. Also es kann eine Angina pectoris sein, ein Infarkt, eine Rhythmusstörung. Es kann nachher auch eine Herzinsuffizienz daraus geben. Das ist eigentlich alles unter koronare Herzkrankheit beschrieben. Und scheinbar, habe ich jetzt aus der Literatur, soll es auch eine Rolle spielen bei der Alzheimer-Krankheit. So viele Faktoren, die man auch nicht weiss. Triglyceriden ist eben eine Untergruppe von dem LDL. Und wenn man da zu hohe Werte hat, das komme ich dann später auch noch zurück, die haben ein höheres Risiko, eine akute Pankreatitis, das ist eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, zu bekommen. Also, wir wollen ja im Grunde genommen das Cholesterin senken mit einem Medikament. Aber es macht ja keinen Wert, wenn man es senkt, ohne dass man einen Benefit hat. Wir wollen ja eigentlich das kardiovaskuläre Risiko senken, ja nicht nur einen Laborwert. Und also zuerst diätisch, also das ist auch eigentlich in der Klammern. Also Diät macht nur Sinn, wenn man an einer sekundären Hypercholesterinämie leiden. Die sekundär ist, auf das komme ich dann auch noch zurück, ist, wenn man schon eine Grunderkrankung hat, und also nicht genetisch. Die primär ist genetisch, die ist familiär. Dann nützt die Diät nichts. Aber auf das komme ich auch noch. Eben, und man sollte ja eigentlich nicht nur
das Cholesterin senken, man muss auch den Lebensstil ein bisschen verändern. Das ist das Lifestyle, wo man tut. Mehr Bewegung, gesunde Ernährung, Rauchen aufhören etc. Eben Behandlung der Risikofaktoren, die wir vorher angeschaut haben, eben Rauchen aufhören. Und so Begleiterkrankungen, also zum Beispiel, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, Lebererkrankung, dann muss man sicher auch die zuerst einmal behandeln. Eben Medikamente, wir wollen ja das Cholesterin senken. Und wer von euch nimmt alles einen Cholesterinsenker? Er ist mutig. Nicht mehr. Das erstaunt mich jetzt. Hat jetzt mehr erwartet. Das Licht ablöschen und die Hand. Das Licht ablöschen und nochmal die Hand aufheben. Oh, eben das, mit denen sagt man eigentlich, der Cholesterinsenker sagt man Statine. Also es gibt ja verschiedene, ich mache jetzt hier nicht Reklame für eine Pharmaindustrie. Das bekannteste ist Sortis, Socor, wir tun jetzt hier nicht alle aufzählen. Und das sind eigentlich ursprünglich Naturprodukte, nur von wegen, ich esse jetzt keine Chemie. Also, und das ist von einer japanischen Pharmafirma aus einem Pilz heraus extrahiert worden. Das Penicillium citrinum. Und eben nur die Statine eigentlich haben gute Studien, dass sie wirklich das Cholesterin senken können. Das sind echt die potentesten Mittel. Es wirkt, also das muss man hier nicht auswendig lernen, dort, wie das genau wirkt. Hauptsache, es senkt die Lipid senken und es hat sogar noch einen positiven Effekt auf Gewebe, auf Gefäßwände. Und es tut eben hier die Cholesterinsynthese, die wir im Körper bilden, in den Leber, hemmen, weil es das Enzym, das HMG, Hydroxymethylglutathion, ungefähr so. Coenzym A. Tut's hemmen. Genau. Noch kurz auf Nebenwirkungen. Das interessiert Patienten immer wieder. Ja, was hat denn das für Nebenwirkungen? Wahrscheinlich, wenn man den Beipackzettel lesen würde, wäre es noch viel länger. Es wird eigentlich gut vertreibt, auch von älteren Leuten. Es sind ja vor allem auch ältere Leute, die es nehmen. Also bei 2% steigen die Leberwerte an. Darum ist es wichtig, dass man in den ersten 3 bis 4 Wochen einmal den Leberwert kontrolliert und schaut, ob die gestiegen sind. Und dann muss man dann entweder absetzen oder ein anderes Medikament probieren. Muskelschmerz ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt. Das ist so wie ein Muskelkater, die Leute beschreiben es als Muskelkater. Und das ist etwa bei 20% so. Also bevor man überhaupt wechselt oder etwas verändert, sollte man sich auch überlegen, hat der Muskelkater wegen einem anderen Problem. Aber sonst würde man einfach ein anderes Statin nehmen, es gibt eben verschiedene. Oder ein bisschen weniger davon und dann immer wieder kontrollieren natürlich und fragen, wie es gegangen ist. Also wenn man aber wirklich eine Lebererkrankung hat, sehr hohe Leberenzymwerte, sollte man es nicht geben. Oder man hat eine Muskelerkrankung, ist eine Myopathie, also häufig ist das auch eine neurologische Erkrankung, ein Muskelschwund. Dann sollte man es auch nicht geben. Und Schwangere und wenn man stillt, sollte man es auch nicht. Also allgemein gilt, dass jemand, der wirklich eine kardiovaskuläre Erkrankung hat, also wirklich schon mit einem Herzinfarkt oder einem Schlägli oder einer Schaufeisterkrankheit, sagt man dem, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, wenn die Arterien in den Beinen einfach langsam verstopfen, kennt ihr vielleicht die Schaufeisterkrankheit, die Leute, die laufen und weil es weh tut, damit es nicht auffällt, schauen sie einfach Schaufeister ein bisschen an. Die sollten wirklich in der Sekundärprävention. Sekundärprävention heisst, die haben schon eine Erkrankung. Und denen sollte man eine feste Dosis gerade geben.
Da schaut man gar nicht unbedingt, wie hoch das Cholesterin ist. Man gibt ihnen eigentlich schon einfach prophylaktisch ein Statin. Ich gehe eben nicht so gerne auf Zahlen ein, weil es ist der beste Wert, weil nicht. Weil da, die kardiologischen Gesellschaften sind sich da manchmal auch nicht einig, wie tief dass man muss LDL senken muss. Aber so als Merksatz, je höher das Risiko, je tiefer ist eigentlich das Ziel, dass man den LDL-Wert senkt. Eine medikamentöse Korrektur vom Triglycerid oder so sollte man nicht machen. Es gibt eigentlich gar keine gute Studie darüber, dass das wirklich das kardiovaskuläre Risiko senkt, wenn man die vermindert. Weil die Gesamtmortalität letztlich ist dann genau die gleiche, ob man ihnen Medikament gibt oder nicht. Jetzt ein bisschen etwas bei Leuten über 80. Man sollte eigentlich auch, wenn es ältere Leute sind, nicht einfach absetzen und sagen, ja, jetzt ist er alt, jetzt hören wir auf. Aber wie natürlich auch bei jungen Leuten, auch immer überlegen, bringt es etwas für den Menschen oder hat es eher auch Nebenwirkungen oder Lebensqualitätseinbusse. Und eben, man kann da gar nicht irgendwie einen Leitsatz sagen, weil es gibt überhaupt keine Studien, die bei der älteren Population gemacht worden sind. Eben, wie gesagt, Therapie ist wie bei den jüngeren Leuten. Man sollte eben auf Nebenwirkungen achten, mit den Menschen reden, eben, warum gibt man es, also ein gutes Arztgespräch. Und vor allem jetzt die Polypharmakotherapie, das heisst, wenn der Mensch mehr als sagen wir 5, 8, 10 Tabletten nimmt, das ja vor allem wirklich auch in den Altersheim vorkommt, dann muss man wirklich überlegen, ob man noch eins dazugeben wegen der Nebenwirkungen und Interaktionen, die es gibt. Oder wenn der Mensch sehr gebrechlich ist, dann soll man auch das Risiko abwägen zuerst. Dann haben wir noch etwas für Leute, die finden, nein, ich nehme kein Medikament, ich mache alles mit der Ernährung. Da kann man ein bisschen mit der Cholesterinzufuhr, mit dem Cholesterin, schaut man, was man da man kann essen. Es ist vor allem pflanzlich, weil in der Pflanze kommt das Cholesterin nicht vor. Das gibt es eigentlich nur in den tierischen Produkten. Also zum Beispiel eben, also Milch, Eier, Fleisch. Und man sollte vor allem dann eben ungesättigte Fette nehmen. Das ist da die mediterrane Küche, wo immer propagiert wird. Es gibt viel Olivenöl. Und einfach Fisch. Nicht jeden Tag. Eben, die Leute, die jeden Tag Fleisch essen, sollten vielleicht einmal ab und zu einen Fisch nehmen. Natürlich auch Kohlenhydrate ein bisschen senken. Es ist auch, wenn jemand eben Übergewicht hat. Und eben Alkohol meiden, also oder nur ganz wenig. Oder, weil das steigert einfach die LDL-Produktion und Triglyceridwert in der Leber. Und wir sollten das einfach lieber vermeiden. Also ab und zu ein Glas Rotwein ist ja nicht schlecht. Und Fischölkapseln. Also da ist ein bisschen fraglich, ob das wirklich viel macht. Also meine Erfahrung mit, sind vor allem auch Frauen, die sagen, nein, ich nehme da kein Medikament, ich nehme da meine Omega-3-Fettsäure. Und dann habe ich wirklich einmal, haben wir mal so eine Kontrolle gemacht, höherer Cholesterinwert, nach einem halben Jahr war er immer noch gleich hoch gewesen, trotzdem mit diesen Fischölkapseln. Eben die Ernährungsempfehlungen sind ja vor allem von der WHO so gemacht worden, aber es gibt überhaupt keine Fakten, die das belegen, dass das etwas bringt, cholesterinarm zu essen. Weil, da der Professor, den ich am Anfang erwähnt habe, der Ranitschkow, hat an den Küngeli eigentlich Cholesterin gegeben in einer Menge von 2 bis 3 Eier pro Küngel. Das heisst, für einen Mann, eben da vier, das ist so hochgerechnet, ein Beispiel, der müsste 74 bis 222 Eier essen pro Tag, um den Test eigentlich zu machen, wie der gemacht hat mit seinen Küngeli. Also das macht das ja sinnlos. Oder, und wir müssen auch davon denken, die Küngel sind Pflanzenfresser, die reagieren sowieso anders auf Cholesterin, die kommen schon gar nie über, weil sie nur Pflanzen essen. Und wir
wie da die Ratten, sind eigentlich alles Esser. Weil bei den Ratten hat man es nicht können provozieren, die Arteriosklerose mit dieser Menge Cholesterin. Eben, und es gibt auch keine Studie, die sagt, dass Nahrungscholesterin mit dem Blutcholesterin übereinstimmt. Wo wir ja das selber eigentlich bilden. Also über 90% bilden wir selber und nur ein kleiner Teil wird über die Nahrung aufgenommen. Es ist eben vor allem die Nahrungsmittelindustrie mit diesen ganzen Margarinen und Bitzel und Zeug und Geschichten, die einem weiss machen, dass wir nehmen, damit der Cholesterin gesenkt wird. Das ist alles also Blödsinn. Jetzt noch ein bisschen zu den Begriffen, die ich erwähnt habe. Die primäre Hypercholesterinämie, eben, das ist im Grunde genommen eine genetische Form, familiär. Das kommt in der Familie vor. Die haben sehr ein hohes Arteriosklerose-Risiko. Das heisst, dass eigentlich, wenn jemand kommt, eine erwachsene Person, mit einem höheren, also ich rede jetzt von also das Cholesterin 7, 8, 9 und das schlechte Cholesterin, das LDL, also bei 5, dann muss man sich überlegen, ob das nicht auch eine familiäre Form ist und dann müsste man eigentlich auch die Kinder von diesen Leuten auch testen. Weil diese Leute muss man frühzeitig therapieren mit einem cholesterinsenkenden Medikament, am besten noch vor dem 20. Lebensjahr. Und eben eine Diät bringt ja nichts. Weil sie können ja das selber produzieren und dann können sie noch so viel Diät machen, das nützt nichts. Also das Einzige sind wirklich die Medikamente. Die sekundäre, das ist eben nicht familiär, kann auch entstehen, also zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion macht auch zu hohe Cholesterin zum Beispiel, Lebererkrankungen. Und dann muss man vor allem zuerst einmal diese Krankheiten behandeln, bevor man da mit Medikamenten kommen will. Und dort tut man vor allem zuerst einmal mit einer Diät probieren. Und erst wenn sie dann schon etwas haben, eben einen Schlaganfall, die Schaufensterkrankheit, Arteriosklerose-Sachen, dann tut man dann ein Medikament geben. Aber erst zur Sekundärprävention. Und dann noch die Hypertriglyceridämie, das ist eben wieder das gehört zu dem LDL, den ich vorhin erwähnt habe. Und da kann es Sinn machen, dass man bei dem Fett ein bisschen zurückhaltend ist. Weil, wenn man fettreich, also cholesterinreich, also Fleisch und ungesättigte, also gesättigte Fett zu sich nimmt, dann steigt der Triglyceridspiegel im Blut an. Und das kann eben ein Risiko dann sein für die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und der höchste, also die Alkoholiker, haben ein höchstes Risiko für das. Eben wegen der höheren also wegen dem Triglycerid, der steigt. Das wäre die sekundäre durch den Alkohol. Das ist eigentlich die häufigste Ursache von einer sekundären. Und dann noch am Schluss noch so ein Beispiel. Das ist tatsächlich passiert. Ein 88-jähriger Mann hat über 15 Jahre 20 bis 30 Eier gegessen, jeden Tag. Das hat der Hausarzt so vermerkt. Und er hat wirklich über die 15 Jahre immer einen normalen Cholesterinspiegel gehabt. Also wenn man so Empfehlungen gibt wegen Nährstoff und Aufnahme, ist es eigentlich nur relevant, ob man eine normale Menge zu sich nehmen kann, also in einer Studie. Aber die Studien sind ja immer mit also fantastischen Menge eigentlich gemacht worden, wo gar niemand. Also man kann sie dann nicht irgendwie produzieren auf einen Mensch. Sonst müssten wir ja hier 74 bis 220 Eier essen. Also das macht ja keinen Sinn. Das heisst, dass wir eigentlich alles sollen essen. Einfach im Mass. Das ist eigentlich das Fazit und Zusammenfassung von allem. Merci vielmals.